Wieso tust du mir sowas immer an? Ey. Hallo liebe Leute, ich bin Bibis neues Instagram-Bild. Liked mich! Kann man machen, lass es bitte. Du hast meine Pfefferminzschachtel geklaut. Ey! Was? Als ob du das wirklich da reingeschüttet hast. Guck mal, die sind komplett aufgelöst. Tut mir leid. Auf jeden Fall. Oh Mann, Hund müsste man sein. So Leute, wir haben jetzt hier exklusiven Instagram Stories Content. Wir werden heute was Tolles basteln und deswegen kommt jetzt Joeys Bastelstunde. Okay, also vielleicht seid ihr ja schon dahinter gekommen, was das werden soll, vielleicht aber auch nicht. Ihr dürft jetzt mir mal schreiben, was ihr denkt. Och Mann. Okay Leute, als erstes nehmen wir uns ein Messer, aber Vorsicht ist geboten, nicht ins Auge rammen und auch nicht in die Nase, nicht so gut. Okay, und jetzt werden wir hier erstmal ein kleines, aber feines Loch reinmachen, damit diese Kugel auch auf den Flaschenhals passt. Wow, wie cool! So, jetzt haben wir hier schon so ein kleines Loch drin. Ich merke gerade, das ist gar nicht so einfach, das hier reinzumachen. Probieren wir es mal jetzt mit Kamera. Ja, hab ich mir gedacht, geht nicht, wenn ich nicht festhalte. So, jetzt nehmen wir das Loch hier, seht ihr hier. Und, wie Sie sehen, ist zu klein. Toll. So, wir haben das Loch jetzt größer gemacht. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Jetzt machen wir das mal hier drauf. Und es passt, wie ich es gesagt habe. So, was ist es jetzt? Also, wenn ihr es jetzt nicht seht, seid ihr entweder blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. So, wir sind natürlich noch nicht fertig jetzt hier. Sind wir jetzt draußen, ne? Und hier sind irgendwie so Blätter und Stempel. Sind die Briefträger oder was? So, jetzt haben wir hier hä? Was steht da? Das kann ich nicht lesen. Will ich nicht. Mach auch nicht. Okay, Leute, ich schwöre euch, ich werde das jetzt sprühen und es wird umfallen, weil es viel zu leicht ist. Okay, los geht's. Oh, es geht! Wow! Drüber. Fertig. Und was ist es jetzt, Leute? Schreibt mir das jetzt mal. Komm, das muss man doch erkennen.